Little John likes. Like it. Damit du weißt, wie es läuft. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem E-Bike und einem normalen Fahrrad? Erstmal nicht so viel. Die Optik vielleicht. I've been looking, I've been searching. Okay, der Akku. Der ist entweder von einem dickeren Rahmen umschlossen oder eben gut sichtbar unter dem Gepäckträger oder auf dem Rahmen angebracht. Dann gibt's noch den Motor, wobei der recht dezent in der Narbe des Hinterrads oder mittig im Tretlager sitzt. Der wohl eindeutigste Unterschied zwischen E-Bike und normalem Fahrrad ist die motorbetriebene Unterstützung beim Treten. Bei maximal 25 km/h ist allerdings Schluss. Generell ist ein E-Bike mit rund 20 Kilo auch etwas schwerer als ein normales Fahrrad. Anstrengender zum Tragen, dafür kommst du easy bergauf. Let's talk about money. Cash money. Der Anschaffungspreis ist deutlich höher verglichen mit einem normalen Rad, bietet allerdings auch viel zusätzlichen Komfort, Fahrspaß und ein größeres Nutzungsspektrum. Übrigens, wer glaubt, dass E-Bikes nur für unsportliche Menschen geeignet sind, irrt gewaltig. Auspowern kannst du dich auf einem E-Bike genau wie auf einem herkömmlichen. Nur mit mehr Spaß und Dynamik. Außerdem ist es bewiesen, dass E-Bike-Fahrer länger unterwegs sind und damit in der Gesamtbilanz sogar mehr Kalorien verbrauchen als ohne E-Unterstützung. It's a deeper reality. I like it. Little John likes. Like it. Damit du weißt, wie es läuft. I like it. Was du sonst noch wissen musst, damit dein E-Bike immer rund läuft, erfährst du in den weiteren Folgen Little John likes. Und auf littlejohnbikes.de.